Alarm am Dienstagabend in Brunsbüttel. Eine Reiterin vermisst ihr Pferd und findet es hilflos in einem Graben wieder. Darauf folgt eine langwierige Rettungsaktion mit über 40 Einsatzkräften von Feuerwehr, Landwirten und einem Tierarzt. Wasserschläuche und die vielen Helfer reichen am Ende nicht aus, um die Stute aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Bei der Rettungsaktion bekommt die Reiterin auch noch einen Hufschlag an den Kopf und muss später von der Feuerwehr behandelt werden. Das Pferd erhält eine Beruhigungsspritze vom Tierarzt und so brachte die Rettung am Ende ein großer Radlader. Über die angebrachten Feuerwehrschläuche konnte das Tier dann vorsichtig herausgezogen und aus seiner misslichen Lage befreit werden. Mit Hilfe eines schweren Gerätes eines landwirtschaftlichen Betriebes hier ortsansässig konnten wir das Pferd unter enger Absprache mit dem Tierarzt von der Zwangslage befreien. Mehrere Versuche sind hier leider fehlgeschlagen, da sich das Pferd doch sehr in einem Erschöpfungszustand befand. Die Gurte, die wir angelegt haben, um die Pferde aus dem Graben zu ziehen, sind mehrfach vom Körper abgerutscht, sodass wir mehrere Anläufe brauchten. Doch im Grunde haben wir es geschafft, dieses Pferd unbeschadet aus der Zwangslage zu befreien. Ich selber habe jetzt leider, weil sich das Pferd sich gewindet hatte, hat sie mich halt in den Graben reingetunkt sozusagen und ich habe leider einen Huf an Kopf abgekriegt, aber ist nicht schlimm. Es ist eine dicke Beule und minimal Kratzer, also sonst aber nichts. Dem Pferd geht es jetzt gut und was passiert jetzt weiter? Ja, wir werden jetzt erstmal abwarten, Pferd eingedeckt, damit die ein bisschen unterkühlt ist und dann hat sie erstmal Schmerzmittel und Cortison gekriegt und jetzt erstmal abwarten, was weiterkommt.